Ist das so fest? Nee, das passt so.
Gut, also es gibt, fangen wir mit denen an, die auf jeden Fall erstmal rausfallen. Das ist diese hier. Das, was mir überhaupt nicht gefallen hat, war primär das Geräusch der Flasche. Ich kann das ja nochmal kurz demonstrieren. Ich sprühe nochmal eben auf deinen Kopf hier. Mhm. Also, da wir ja auch ein Wellness-Salon sind, ist das natürlich sehr störend, wenn die Flasche dann so, ja, quietscht, sag ich mal. Vom Optischen ist sie sehr angenehm, sehr schön, passt auch gut. Aber die Größe ist unhandlich und dieses quietschende Geräusch, und darum habe ich sie als nicht empfehlenswert eingestuft. Okay. Dann habe ich noch eine, die raus ist, nicht gefällt. Das ist aber diese. Die Farbkombination gefällt nicht, die passt auch nicht in unser Konzept. Und die Qualität des Sprühstrahls lässt sich hier sehr schlecht einstellen. Also es ist sehr, sehr unangenehm. Also ich sprühe nochmal. Dieser Strahl ist zum Beispiel viel zu hart und zu sehr gebündelt. Und wenn ich ihn etwas kleiner stelle, kommt gar nichts mehr. Also diese eine Stufe ist definitiv zu wenig. Mhm. Von daher würde ich die auch rausnehmen. Okay. Eine weitere, die ich auch nicht im Sortiment haben möchte, ist diese hier. Mit derselben Begründung wie diese Flasche. Die Farbe würde zwar sehr gut passen, ist eine schöne metallische Farbe, aber auch hier ist das Problem mit der Einstellung des Strahls vorne. Das ist einfach sehr unpraktisch. Die Favoriten sind vier Flaschen. Ich stelle die mal mit Absicht zusammen. Das Gute ist, die Größe sind sehr handlich und der Sprühnebel ist sehr weich. Das heißt, egal mit welchem Abstand ich sprühe, es umfasst immer den kompletten Kopf. Ich demonstriere das nochmal. Also selbst wenn ich sehr nah sprühe, habe ich einen Umfang von diesem Durchmesser. Und wenn ich weiter weggehe, sprüht es sogar bis in den vorderen Bereich. Genau, und mit der ist es dasselbe. Die Farbe ist angepasst weiß. Passt definitiv rein. Also die würde ich gerne im Sortiment aufnehmen. Und des Weiteren habe ich diese kleine Flasche, gerade für Kinder auch, die ist sehr gut geeignet, weil der Sprühnebelumfang soll natürlich auch nicht bis ins Gesicht reichen, sondern auch nur eine gewisse Ära umfassen. Die Farbe ist auch wieder weiß und das Gute ist, dass der Schlauch bis unten zum Boden reicht, das heißt, die Flasche kann komplett leer gemacht werden. Genau, die nehmen wir auch mit auf. Und die letzte Flasche ist diese hier. Das Praktische daran ist, dass man sehr gut lokalisieren kann, wo man hinsprüht. Das heißt, die sprüht ganz genau und auch nicht mit zu viel Druck in diesen Bereich, den ich gerne befeuchten möchte. Sehr praktisch, gerade wenn es auch in den Bereich geht, hinter den Ohren, kann man hier sehr zentriert arbeiten. Der einzige Minuspunkt, das ist aber nicht der Grund, warum die Flasche jetzt ausschalten sollte, ist, der Schlauch reicht ja, ein Drittel, drei Viertel, das heißt nicht ganz bis zum Boden, aber ich denke, daran sollte man sich jetzt nicht festsetzen. Die Arbeit ist sehr akkurat und genau. Also, diese vier Flaschen hätte ich dann gerne aufgenommen. Ja, Dankeschön.